Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten wiederherstellen können, nachdem Sie Ihren Windows 11 Computer auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt haben. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Es kommt vor, dass der Computer oft einfriert oder eine Fehlfunktion ausweist, Fehler anzeigen und so weiter. In diesem Fall gibt es keine andere Möglichkeit, als ihn auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Das Zurücksetzen des Betriebssystems auf die Werkeinstellungen oder eine Neuinstallation löst solche Probleme wirklich. Es wird den PC auf die ursprünglichen Herstellungseinstellungen zurücksetzen. Und dieser Vorgang kann Daten, alle Ihre Dateien und Einstellungen auf dem System löschen. Später im Video zeige ich, wie Sie Ihren Windows 11 PC sicher in den Ursprungsstand zurücksetzen können, ohne die persönlichen Dateien des Benutzers zu löschen. Ich zeige Ihnen auch, wie Sie Ihre Daten im Falle eines fehlgeschlagenen Zurücksetzens, Neuinstallierens oder Formatierens wiederherstellen können. Wie bei jedem Betriebssystem können auch bei Windows 11 zufällige Probleme auftreten. Insbesondere, wenn es sich um eine Testversion handelt. Sie sollten also auf jeden Fall wissen, wie Sie sie schnell beheben können. Dadurch werden die Einstellungen vollständig zurückgesetzt, beschädigte Systemdateien repariert und die Arbeit wieder aufgenommen. Gehen Sie zum Zurücksetzen wie folgt vor. Klicken Sie auf das Startmenü und öffnen Sie Einstellungen oder drücken Sie die Tastenkombination Win plus L. Öffnen Sie die Registerkarte, Update und Sicherheit. Wählen Sie im linken Bereich des Fensters Wiederherstellen und auf der rechten Seite unten Computer zurücksetzen, PC neu starten. Um Ihre Dateien zu speichern, wählen Sie die Option Meine Dateien speichern. Für ein vollständiges Zurücksetzen alles löschen. Sie müssen dann auswählen, wie Sie die Neuinstallation erfolgen soll. Wählen Sie lokale Neuinstallation und klicken Sie auf Weiter. Als nächstes erhalten Sie eine Meldung, dass der PC auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt werden kann und welche Folgen das hat. Klicken Sie zur Bestätigung auf Zurücksetzen. Das System beginnt mit dem Rücksetzvorgang. Während dieser Vorgang kann der Computer mehrmals neu starten, warten Sie den Abschluss des Vorgangs ab. Wenn Sie ein Problem mit beschädigten Systemdateien des Betriebssystems oder einem Blue Screen BSOD haben, der Reset-Vorgang versehentlich unterbrochen wurde und das System nicht mehr bootet, verwenden Sie die Datenwiederherstellung-Software Hetman Partition Recovery, um Informationen wiederherzustellen. Wenn Sie sich für ein Zurücksetzen entscheiden, bei dem die persönlichen Dateien erhalten bleiben, werden die Dateien selbst bei einem Systemausfall oder einer Unterbrechung des Installationsvorgangs nicht übertragen und es besteht kaum die Möglichkeit, dass sie beschädigt werden. Sie bleiben alle auf dem Laufwerk. Gehen Sie zum Wiederherstellen wie folgt vor. Schließen Sie die Festplatte mit Ihren Dateien an einen PC mit einem funktionierenden Windows-Betriebssystem an, starten Sie die Software und scannen Sie das Laufwerk. Wenn Sie die Option zu Zurücksetzen mit gespeicherten persönlichen Dateien wählen, finden Sie Ihre Daten auf dem Laufwerk in denselben Ordner im selben Pfad.
Zum Wiederherstellen markieren Sie einfach die gewünschten Daten und klicken auf Wiederherstellen. Geben an, wo sie gespeichert werden sollen und klicken erneut auf Wiederherstellen. Sobald der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist, befinden Sie sich im angegebenen Ordner. Wenn Sie versehentlich die falsche Rücksetzoption gewählt haben und alle Ihre Daten gelöscht wurden, verzweifeln Sie nicht. Dateien, die nach dem Zurücksetzen des Systems verloren gegangen sind, können wiederhergestellt werden. Wenn Sie keine großen Datenmengen auf das betreffende Laufwerk geschrieben haben, können diese nach dem Zurücksetzen noch wiederhergestellt werden. Tatsächlich dauert das Löschen einer Datei viel länger, sodass es möglich ist, sie wiederherzustellen. Wenn Sie Windows neu starten, werden die Dateien von der Festplatte gelöscht. Sie erscheinen nicht mehr auf dem Laufwerk und das System markiert den Platz als frei für neue Daten. Aber Sie können sie trotzdem wiederherstellen. Sie können diese Dateien mit einer Datenrettungssoftware wiederherstellen. Wenn die Daten überschrieben werden, haben Sie nur sehr geringe Chancen, sie wiederherzustellen. Es wird daher empfohlen, dass Sie Ihre Daten nach einem Computerreset so schnell wie möglich wiederherstellen. Dazu benötigen Sie ein zuverlässiges Tool zur Wiederherstellung verlorener Daten, um die Dateien erfolgreich wiederherzustellen und sie nicht für immer zu überschreiben. Hetman Partition Recovery ist in der Lage, Dateien in verschiedenen Situationen wiederherzustellen, wie zum Beispiel Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen, Formatierung, Systemabsturz, Firmenfall und Partitionsverlust. Mit diesem Dienstprogramm können Sie große Datenmengen in verschiedenen Formaten wiederherstellen, zum Beispiel Dokumente, Bilder, Video, Audio und Archive. Mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit und schnellen Wiederherstellen Geschwindigkeit ist dieses Tool auch 100% sicher, dass es während der Wiederherstellung die aktuellen Daten nicht überschreibt. Das Programm unterstützt eine Dateivorschau, die das Ausfinden und Wiederherstellen der gewünschten Daten erleichtert. Zum Wiederherstellen klicken Sie mit dem Rechnermaustaste auf den Datenträger und dann auf Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse aus. Als Ergebnis eines schnellen Scans zeigt das Programm sofort den Inhalt der Festplatte an. Gelöschte Daten werden mit einem roten Kreuz markiert. Wenn der Schnellscan keine Ergebnisse liefert, analysieren Sie den Datenträger mit der vollständigen Datenträgeranalyse, die zwar länger dauert, aber alle verbleibenden Informationen auf dem Datenträger findet. Markieren Sie dann die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad zum Speichern an und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Es wird nicht empfohlen, die Daten auf demselben Laufwerk zu speichern. Da dies die Dateien überschreiben kann, speichern Sie sie nach Möglichkeit auf einem anderen Laufwerk. Wenn der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist, legen Sie im angegebenen Ordner. Die beste Möglichkeit, einen Datenverlust von einem Systemreset oder einem anderen Vorgang, bei dem die Gefahr besteht, dass Dateien gelöscht werden, zu verhindern, ist die Erstellung einer sicheren Kopie wichtiger Informationen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.